Ja, so, Kinders, heute sind wir zu dritt, wir haben uns ein bisschen Verstärkung geholt. Mal gucken, ob wir... Nicht aufs Bild. Was ist denn nicht aufs Bild? Hast du die, wie heißt das nochmal, die... Der Ding ist nicht unterschrieben. Wir suchen jetzt gerade nochmal den Weg hier. Unser Navigator. Planlos. Dreht sich noch hier fünfmal im Kreis, ich weiß noch nicht genau. Die Uhr ist kaputt, wahrscheinlich sind die dann nicht auch kaputt. Gute Frage. Hast du? Achso, fast! Achso, fast! Ja! Hier rechts, oder? Ein bisschen daneben mit meinem GPS. Hier. Nee, das ist auch hier. Bei mir sieht es genauso aus. Hier. Bei mir sieht es genauso aus. Ist das? Also die Richtung ist schon. Oder darüber. Da und dann rechts würde ich. Ja. Da ist auch eine Karte. Jo. Da ist wahrscheinlich auch der Weg. Genau. Da und da rechts. Ne? So, das erste Highlight hier. Wir haben den falschen Parkplatz genommen. Ja. Ah, darum. Ja. Genau, so. So, wo sind wir? Sekunde gerade. Guido, es wird keine Pause gemacht. So. Warte mal, ich muss mal gerade eine Statusmeldung abgeben. Was ist der denn da schon wieder? So, na komm. Stimmt, das ist nicht schlecht. Ja, sag mal, Attacke. Wie, kannst du mich sehen? Sportlich, sportlich, der junge Mann. Wie gesagt, das Schöne ist, der Boden ist hart. Wir könnten auch richtig Glück haben, dass wir keinen Matsch haben. Ein bisschen Schnee ist auch noch da, es schneit auch. Kann man wahrscheinlich im Film schlecht sehen. Guck mal hier, Naturdenkmal Springsteine. Die springen gar nicht, Adam. Oder? Hä? Nach 50 Metern ist es schon wieder 30 zurück. Das gibt's doch wohl nicht. Guido, gib mal ein bisschen Gas da. Aber der Wind ist.
kalt im Gesicht. Überlegen, ob ich meinen Schal mache. Ja, ich habe mir heute auch eine Mütze aufgesetzt. Bei meinem lichten Haar. Ich habe ja nicht so eine Vollpracht wie du. Da oben geht es noch nicht. Ja. Aber das wird noch ohne gehen. Ja, stimmt. Da. 100 Meter, Guido ist 50 Meter hin. Ja. Gut. Meine Güte. Also wenn das hier alles matschig hier in der Alm. Oh. Das ist die Osterburg, ja. Das ist, glaube ich, nur noch so ein Wall, ne? Rekonstruktionsversuch. Naja, okay. Das war dann die erste Burg. Hör auf das Eis an. Was denn? Ja, die Vögel zwitschern. Jetzt hast du gesehen, dass wir zuhören. Ja. Kriegst jetzt schon, wir sind 100 Meter gegangen und du guckst schon wieder auf deine Hose.
Guck mal hier. Okay. Keine Ahnung. Ja, super Sache, Kollege. Wir sind doch auf dem richtigen Weg. Wir werden sterben, wir werden sterben! Das ist aber ein toller Navigator! Ah, dann vergiss es! Müssen wir alle runtergehen. Vergiss es! Das ist ja schon wieder recht abenteuerlich heute. Darf heute jeder die Führung mal übernehmen, oder wie war? Alle außer du. Alle außer Mutti. Tja, es war noch mal ein bisschen ins Schwitzen kommen. Genau. Action. Guido, komm. Was machst du denn da oben? Ja, du hängst da immer 100 Meter zurück. Komm, aber wir sehen mal, wir sind Action hier. Los, Kampf. Okay, jetzt wird's langweilig. Nein, können wir nicht. Wir müssen dem Navigator folgen. Wir versuchen es auf jeden Fall, ne? Ach, guck mal, hier ist eine Grillhütte. Ist ja schön. Guido, da kannst du deine Butterbrote essen. Da wollte ich gar keine mit. Hat Mario dir keine geschmiert, oder was? Nee, wir haben sogar extra frisches Brot gebacken. Eieieiei, ja, statt dass er mal frisches, frisch gebackenes Brot mitbringt, ne, für uns. Du bist krank. Ja, und? Ach, wenn man krank ist, darf man kein Brot essen, ja, oder was? Da hat man auch keinen Appetit. Ach so, da hat man keinen Appetit. Ja, gut, dass du meinen Körper kennst. Ich hätte mit dem Bus hier hinkommen können. Ja, hättest du machen können. Da hättest du natürlich nur um 4 Uhr schon aufstehen müssen, wahrscheinlich. Ah, gibt es heute nur Straßen zu laufen? Ich dachte, das wären gar nicht so viel gewesen auf dem Plan. Naja, das kriegt man nur rechnen. Ja, wir gehen jetzt hoch erstmal oben bis zum Berg, dann auf den Kamm lang und dann wieder runter. Okay, kommt jetzt die 20% Steigung? Ach nee, das war die andere.
zu gehen. Am Waldweg lang? Ja. Ach Gott. Ist das nicht schön? Endlich wieder in freier Natur. Herr Brinkmann, kommen Sie, lassen Sie sich nicht aufhalten. Und nicht von fremden Leuten ansprechen lassen. Zum Beispiel. Links, rechts, geradeaus. Okay. Immer von da. Na brava! Komm, Achim. Zeig mir mal, wie fit du bist. Runter, drüber. Drüber natürlich! Was ist jetzt denn los hier? Komm, Herr Brinkmann. Ja. Wenn Achim das schon nicht macht. Hey, hey! Nach 2 Wochen endlich wieder draußen. Jo. Und kein Regen. Und kein Regen, genau. Ja. Ah, gucken wir, wenn wir da oben sind. Kleiner Pfad. Spaziergänger kommen ja nicht mit. Ja, muss er am Ende hier bleiben, das weiß er ja. Hier von der Bank. Ja. Eine bambische Baum. Warte mal.
Wollen wir weitermachen. Ja, guck mal, da sind die. Lass mich hier wieder alleine. Ich könnte hier tot liegen. Ich könnte hier tot liegen und die hätten mich liegen gelassen. Wer solche Kameraden hat, der braucht keine Feinde. Schöne Gegend hier. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht hier. Was denn? Ja. Die Auswirkung des letzten Sturms. Federica hat zugeschlagen. Aber die haben ja schon gut gesäbelt. Haben wir noch eine Menge vor sich, muss ich sagen. Da. Dann mal Attacke, Jungs. Nur die Harten kommen hin, ja. Ja, vielleicht hätte Guido seine Turnschuhe anziehen sollen heute, dann wäre er ein bisschen schneller. So ein bisschen dröppelt er immer hinterher, guckt ganz schön traurig. Ach so. Ach du, okay, er genießt die Natur. Okay. Dann wollen wir dich nicht weiter stören. Ach ja. So. Ich mache noch eine Thermohose in Spritze rein. Ja. Dann du. Ach, und dann kann ich die gar nicht mehr aufnehmen hier. Ja. Mit der Tarnjacke, da sieht man dich nicht. Du verschwindest förmlich vor dem Hintergrund, ja. Das ist schon echt. Ja. Doch, den blonden Schopf, den sieht man noch. Und den Rucksack. Vielleicht siehst du mehr, wenn du mal bei Fuß bleibst. Und nicht mal zurückfällst. Guido, komm! Ja! Ich hol euch schon ein. Ja, du holst uns schon ein. Das heißt zusammenwandern, nicht jeder einzeln. Alle gemeinsam, keiner ist einsam. Kennst du das? Und welche Geschwindigkeit gibt es nur? Meine! Unser Guido ist ein Pflegefall. Naja. So ist das. Ich habe mir das ja ausgesucht. Hast du mir mitgenommen? Der Heimatverein Schaumburg. Ja. Oh, eine Hütte. Was sagst du?
ist das. Hallo. Heute richtig wortkarg. Wer? Ja, du! Nö, nö. Nichts zu erzählen. Doch, ich habe immer was zu erzählen. Ja. Die Hände werden kalt. Du könntest ja Handschuhe anziehen. Ach, das ist noch zu warm. Also muss ich das Handy immer die Handschuhe ausziehen. Ja, du hättest einen Handschuh nehmen können, das wo du. Das Loch hat, vorne am Finger. Nee, ja. es gibt welche, die kann, damit kannst du. Ja. Aber die haben einen anderen Nachteil. Ja, natürlich. Ihren Nachteil haben die immer, das ist so. Ja, du bist nicht am Problem. Glaube ich, etwas im Schuh. Ja, das ist natürlich. Hinten an der Hacke. Das ist natürlich scheiße. Ja. Das hier nur den Schuh aufmachen. Ja, das geht nicht. Nächste ja. Bank. Ja, wir warten hier in eine, wird schon gleich kommen. Dann glaube ich mir eine Blase. Unwahrscheinlich, hier kommt da was rein. Weiß ich nicht. Vielleicht, dass du reingestiegen bist, hängt schon was an der Socke. Was ist das? Eine geruhsame Steigung hier, wa? So. Sehr maschinenmäßig. Ja. Hast du nicht irgendwas von 20% Steigung? Das war die andere Tür. Ach so. Ach so. Wir machen die andere. Ja, gut. Die werden wir dann auch irgendwann nehmen, dann. Die 20%. Wo ist denn der Brinkmann? Ja. Ah, der kriegt den Schuh gleich mal aus. Kinder. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Das kann Sinn. Ja, mit Regen ist das schlimmer. Das geht schon. Ja, das stimmt dann. Das ist ja wie um Längen schlimmer. Das ist nicht mehr. Thank you.
mal gucken, wie weit unser erstes Ziel weg ist. Hab ich noch einer geguckt. Hat noch nicht. Ein paar Türme auch noch hier irgendwo? Türme werden heute. Doch, hier ist doch der eine Fernsehtür. Ach nee, das war die andere Runde. Verwechselt es alles immer. Ja. So, Punkt 2. Entfernung. Circa 1,1 Kilometer. Und da kommt die Burg Schaumburg. Ja, denn 1,05. Da ja. Ist, und dann ist es hier. Ja, dann gucken wir uns die mal an. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr als bei der letzten Burg. So ein paar alte Hügel. Ja. Da war ja die, wie hieß sie? Osterburg? Ja. Im Moment hat sich das Stückchen wieder verflüchtigt. Ja, dann brauchen wir doch keine. Noch nicht. Keine Bank. Noch nicht. Aber ich muss sagen, frieren tue ich nicht. Nö, das ist, ich habe ja heute schon gesagt, das ist 2 Grad, aber fühlt sich irgendwie an wie 10 oder so. Bei gerade aber. Ja. Im Bünde. Ja, und hier? Ja. Mal gucken hier. Die Bär. Denn da ist voll. So, was haben wir denn hier? Hier wird gar keine Temperatur angezeigt hier bei mir. Ja, es kann sein, dass ich hier noch was aufgabe. Zum Bluten. Genau so ist es. Herr Brinkmann hat sich irgendwie verschollen. Guido! Müssen wir hier hoch? Ja. Hier ist auch eine Bank. Also, du musst jetzt keine Fragen beantworten zum Rastplatz. Ja.
auch Wildtiere. Ja. Oh ja. Nee, Mann. Das ist schon total ruhig hier, ne? Ja, viel los ist hier nicht. Nee. Also Autos gibt es hier nicht so. Meine Güte. Nehmen wir an, wir müssen links, ne? Dann da hoch oder rechts? Dann da hoch. Ach, links. Links und dann geht's hoch. Ja, ist schon schön aus hier. Ja, dann muss ich ein Foto machen von mir. Ja, würde ich auch sagen. Warte, mach ich auf. Muss auch eins machen. Haben wir Empfang hier? Was war das denn? So wie ein kleines Dörfchen hier, ne? Ja. Ne? Finde ich cool. Oh, wir haben ja. Wieso habe ich hier WLAN an? Alter, wollen wir ausmachen. Irgendwie war hier WLAN an. Ich glaube, der hat sich mit der Kamera verbunden hier. Gleich. Machen wir WLAN auch mal. Sehr schön, ja. Cool. Echt cooles Dörfchen. Was? Wo ist die alte Dorfkirche? Ja, meinst du? Ja, das ist das Zentrum. Die ist bestimmt in der Festung, in der Burg. Ja. So, und dann Guido, wo finden wir den? Keine Ahnung. Ja, erste Verluste haben wir schon. Ja, er hat ja genug gesehen, Tag dabei. Ja, er weiß ja, wo es lang geht. Handy hat alles. Oben rechts gegangen ist. Aber diese Fußspuren kann man auch sehen. Ja. Die Gatter. Da ist er, nur damit er wisst, dass er noch lebt. Ja, wenn ich nicht gleich irgendwie umbringe. Ein Bürger oder so. Ach ja, ist gut.
Mhm. Auch mal hier oben. Ich glaube, da wohnen echt noch welche. Müssen wir renovieren da oben. Zumindest sind da Autos. Das ist ja schon eine ganz schön heruntergekommene Hütte. Ja, die ist noch heruntergekommen. Ja, es gibt immer noch was Schlimmeres. Das ist ein Sonnenschirm, ist da drüber. Rechts. Warte. Rechts. 5 ist rechts. Rechts. Oh, wir sind heute die Ersten. Nee, doch nicht. Ein Hündchen war schon da. Spaziergänger. Ja. Mit Hund. 2. Kleiner Hund, mittelgroß. Dackel. Haare. Dackel. Humpelt ein bisschen an der rechten Hinterpfote. Ja, zieht die rechte Hinterpfote nach. Ja. Ach, wir sind schon die Pfadfinder, ne? Ja, komm mal. Ich glaube, wir müssen hier rechts. Jetzt. Jetzt kannst du nicht, jetzt geht's nicht rechts. Da ist so ein bisschen hinter sich. Das glaube ich auch. Wir können recht sogar. Nein. Wenn wir den Berg erklimmen. Nee. Das machen wir nicht. Nee. Sehe ich auch so. Nee, war ich auch. Noch nie war ich hier. Noch nie. Gartenlauben da oder was? Gestiftet von Luise und Rudolf Hartmann. Ehemaliges Café Hartmann. Hier, guck mal. Hier gab es mal einen Café. War wahrscheinlich nicht viel los. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Narren. Hände. Hände zerstören, Buschbaum und Wände. Okay. Hier ist noch Parken. Überdacht. Ja. Scheiße. Hauptstraße. Rechts. Hier geht's rechts. Okay, geht doch nicht recht. Und dann doch wieder auch, aber dann musst du den Berg hin. Das ist anstrengend. Ja. Was ist das denn hier? Warte mal. Zeigt Zivilcourage. 6 praktische Regeln. Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. Ich fordere andere aktiv. Ja, ich weiß, ach, das ist nichts für dich, ne? Das ist mir alles bekannt. Ach so, du lebst danach. Vorbildlich. Vorbildlich. Ach, guck mal, hier gibt es sogar ein Gästezimmer. Ah, wir können uns hier einquartieren. Hier kannst du. Ja. Wanderparkplatz. Ja, auch einer. Und hier ist auch eine Strecke. Aber nicht unsere, ne? Doch, hier, wir müssen hier gleich wieder zurück, glaube ich. Ja, wir müssen zurück. Hier müssen wir wahrscheinlich gleich hoch. Da gehen wir bestimmt gleich hoch. Ist das die 5? Ist das die 5? Ich weiß es nicht. Dann lassen wir erstmal die Burg angucken. Da hinten müssen wir hoch. Da hinten? Ja, wir sind noch nicht an der Abzweigung. Okay. Wo die Autos da sind. Da geht's rechts zur Schomburg. Und links müssen wir dann. Ja, wenn wir hier sind, müssen wir uns die angucken. Geht ja auch nicht anders. Ja. Hier ist aber die 6. Scheiße, wo ist die 10? Ach so. Okay. Ja, dann scheiße ich auf die Zahlen. Wird nur schwer. Krieg meinen Hintern nicht so weit hoch. Kaffee haben wir uns auch noch nicht verdient. Nee, nein, leider nicht. Ja.
Wir hätten andersrum gehen müssen, dann hätten wir hier einen Kaffee jetzt trinken können. Dann hätten wir den letzten Kilometer dann gehabt. Wir können die Tour. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Nee. Oh, hier ist aber auch Zimmer, siehst du? Zimmer frei. Und so, wie kommen wir jetzt in die Burg rein? Was ist denn da? So. Folgen der Masse. Oh ja. Schön, schön, schön. Hopp mal. Guckt euch das hier an. Burg Schaumburg im Winter. Hast du mich da auch drauf oder hast du nur die Burg? Nein, nur die. Ja, bestimmt. Warum hast du da nach oben gehalten? Du hast bestimmt nur meinen Kopf drauf. Du machst wieder nur Fotos für Google. Ja, ja, ja. Oh, ein Restaurant haben sie auch gehabt. Oder haben sie noch? So. Burg Schaumburg, guckt mal, Jungs und Mädels. Ja, das sieht im Sommer aber auch schön aus, ne? Ja. Hier die Gegend. Würde ich auch sagen. Das Restaurant ist natürlich zu machen. Was? Achso, ich brauche nicht alles doppelt machen, du schickst die Bilder ja eh rum. Aber diesmal vernünftige Qualität, ne? Hallo. Ja. Letztes Mal auch. Wie, letztes Mal auch? War auch vernünftige Qualität bei mir. Nee, die Bilder werden ja runtergerechnet. Pico Bello zu Hause. Ja, bei dir schon, aber die werden ja runtergerechnet, wenn du die über WhatsApp schickst. Ja, dann muss er mit Stick machen, das ist nicht so gut. FTP-Zugang. Ja, wo ist der die ein? Hab ich schon sowas. Ja, ja, ja. Das war schön. Warum sollte auch mal drauf sein? Ja, super. Gib doch noch ein Foto von mir. Ah, schick hier, was haben wir hier denn? Mal ein bisschen gucken hier. Ah, Holz, 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 Holz. Oh, hier geht's raus. Ich glaube, da geht's ganz runter. Ah. Aha. Das ist der Hinterhof. Was ist? Oh, hier sind die Schießscharten. Guck mal. Da kannst du mit der Armbrust rausschießen. Das sind unterschiedliche Jahrgänge, das siehst du schon da. Ja, auf jeden Fall siehst du hier alte Zeug davor. Ja. Ja, guck mal. Ach du Scheiße. Restaurierung 1911. Das siehst du schon. Was hast du? Mittelalterliche Grundmauern. Ja, da hast du deine Kathedrale. Ne, das war aber mehr so ein
Weil es ist ein schöner Sitz, aber muss ich sagen. Oh, da kannst du einen Euro reinwerfen. Das stimmt. So, dann gucken wir mal. Schöne Aussicht hier. Ja, ja, ja. Angekommen. Ja, jetzt hier, was ist denn das? Keine Ahnung, ob das eine Kapelle ist oder eine Gruft, ja. Das stimmt. Schild, da wissen wir wissen, was das ist hier. Glockenturm oder Kühner Henke. Turm wurde ein bisschen ein Geschoss reduziert für die Glocke. Als Amtsgefängnis. Ja, Guido, komm. Alter. Der ist da schon drinne. Guck mal. Was da? Alter, ja. Extrem kleine Türen hier. Mach mal Licht, mach doch mal Licht, ich sehe gar nichts hier. Jetzt. Ich kann ja nichts. Ist natürlich echt düster hier, hä? Okay. Warte. Ja. Und langsam gewöhnen sich die Augen da dran. Ja, hier komm. Was hier komm? Ja, okay. Ja. Was ist das Geld? Dein Schatz, Achim, dein Schatz. Aber hier sind bestimmt keine Piraten gewesen. Ach nee, du wolltest ja den Römerschatz haben. Ich glaube, das ist falsches Jahrhundert. Vielleicht sogar falsches Jahrtausend. Ja, da hoch. Nochmal von mir? Gut. Ich gehe nochmal hoch hier. Wir müssen noch unsere Etagen hinbekommen machen. Alter. Tja. Also ich möchte hier nicht wohnen. Also ein Glockenturm, ne? So richtig toll ist was anderes. Ja, sollen sie. Deswegen wohnen die auch alle nur 30. Mal hier schönen Rundumblick. Aha. Was ist jetzt? Oh, was war das denn hier? Das Backhaus, okay. Na toll. Ein Backhaus. Sag auch was. Guten Tag. Guten Tag.
Konzeption und Gestaltung Uwe Burgdorf, Bildhauer am Stein. Das ist doch schön. Das kann man hier bestimmt mieten und hier schöne Feiern veranstalten. Zurzeit ist die Burgkaststätte geschlossen. Guck mal. Alter Falter, ihr könnt auch mal wieder sauber machen. Okay. Was haben die denn hier für Öffnungszeiten? Steht nichts. Ja, keine Öffnungszeiten hier. Wahrscheinlich nicht, ne? So viel Geld hast du im Sommer. Ich weiß es nicht. Das kannst du nicht sagen. Durch, ne? Ja, warte, ich wollte nochmal den Turm nochmal. Das war der Brinkmann. Nee. Nicht? Dachte ich. Ja, ach, ich geh mal rein da. Da auf oder was? Ja, nicht? So. Drei Etage. Eigene Gefahr. Hier 50 Cent musst du da reinschmeißen in den Dinges hier. Glatt. Eieieiei. Dann haltet euch fest. Haben die sich nicht getraut hier oder was? Die haben sich nicht getraut, keine 50 Cent da reinzuwerfen. Echte. Die sind schon gut durchgetreten, ne? Sind schon eine Menge Leute rüber. Hier ganz so schön. Was denn? Die Berge. Die Berge? Ich sehe den Brinkmann. Ich sehe den Brinkmann. Da unten ist er. Schon wieder am Rauchen. Mann, Mann, Mann. Was denn? Du, ich weiß nicht. Also ich finde ja, die Treppen, die sind noch, die sehen gar nicht so alt aus, aber die sind schon extrem durchgelaufen. Getreten oder abgenutzt. So, das ist doch schön hier. Da steht da unten immer noch. Ja, mit Bewegung ist nicht so dein Fall, ne? Ich weiß. So, was haben wir hier denn noch? Guck mal. Was war es? Ein Restaurant oder ein Café, Hotel? Weiß ich nicht. Oder alles. Das kleine Dörfchen kannst du ja nochmal richtig überblicken. Das ist aber echt. 2007. Ist die Frage. Das. 2007? Okay. Tja. Ja, da sind wir eben dran lang marschiert, ne? Von da hinten gekommen. Ja. Ach,
hier, guckt euch doch mal an. Das ist doch schön. Alter Falter. Ja, schön aussehen. Und richtig weit kannst du heute mal gucken. Obwohl im Sommer kannst du mit Sicherheit noch weiter sehen. Da hinten. Ha? Hast du da schon ein Bild von gemacht? Okay. Ich muss nochmal eins für die Familie. So, komplett. Tolle Sache. So. Die erste Burgkamera. Zwei Folgen. Ja, dann. Also das ist die zweite Burg, die erste haben wir schon, die Osterburg. So. Burg Schaumburg. 8 neue Fotos. 35 Punkte. Oh, 42 Punkte. Ja. War mir wieder klar. Ich bin bei 860.000. Du musst die Million haben. Ja, du musst die Million haben. Na, exzellent ist es nicht, aber gut ist es. Die exzellent wäre es, wenn das Restaurant auf hätte. Ja, das stimmt. Das Setup besser, ja, so. Ja. Da hast du recht. Schreiben wir nachher was. 5. Oh, jetzt nicht mehr. Genau. Doch, doch. Oh, Videos habe ich auch mit. Oh, scheiße. Die Videos. Welche Videos? Ja, die rundum Videos, die ich immer auch mache. Ach so. Okay. Ja, alles komm. Lass mal wieder runter. Ja, hast du 50 Cent frei? Nee, ich hau da gleich einen Euro rein. Wir sind ja keine Schmarotzer. Nein, ich glaube. Stellen uns ja nicht. Wir scheren uns nicht um so einen Euro, ne? Das wird die auch nicht reicher machen, hier den einen Euro. Da kriegen sie das auch nicht von renoviert. So, wenn das dann mal irgendwo gesammelt wird, ist der Renovierung. Ja. Ja, die ja, stimmt schon. So, jetzt wird es kriminell. Alter Falter, so. So, jetzt guckt euch das genau an, wie ich hier runterfalle. Alter, das ist voll glatt. Oh. Ich könnte dir einen Tritt geben, wärst du. Nein, schneller. Nein, nein. Also, du musst aufpassen, das ist echt rutschig. Das ist echt also rutschig, ist gut. Ja, hab ich. Hab ich. Oh. Alter Falter. Das schmilzt gerade. Ja. Erhöhter Schwierigkeitsgrad. Hoch war einfacher. Alter. Hoch war einfacher. Schau mal hier. Das ist der Georgsturm oder George Tower. Auf. Hier, hau mal einen Euro rein. Wo? Da, in die. Box, wo war das denn? Oh, war nicht der erste. Ich habe auch gerade gedacht, das ist schon mehr. Ja. Hier, es geht weiter. Ohne Kutscherwohnung. Mit Wagen-Remis und Kutscherwohnung. Ja, toll. Guido wollte hier die 50 Cent sparen für die Sturmbesteigung. Unser Kruschmackduck. Ja, ja gut, dann frage ich dich jetzt ab. Augen zu halten, warte, ich frage dich jetzt ab. Ich frage dich jetzt ab. Das fünfte Wort im sechsten Absatz. Was? Ha, ha, ha. Ja. Du hast alles auswendig gelernt, hast du gesagt. Ach, du hast alles fotografiert, kann ich mir dann zu Hause angucken, ne? Ja. Gut, super. Wir haben noch keine Zeit. Hallo. Aber du bist ja voll gut. Ja. Schöne Aussicht, muss ich sagen. Ne, drei sogar. Guck mal. Eins ja, unten, rechts, oben. Ja. Alter. Guck mal hier. Hier ja. Kommt schon raus, siehst du das? Die Erde drückt raus. Ja.
ja. So haben die halt früher versucht, sich zu schützen. Ne? Was hat's gebracht? Ja. Wenn man rein will, dann kommt man auch irgendwie rein. Ne?